Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Spatter. Und das ist auf dem Sega Drive Mini 2 als Prototyp. Das ist hier die Arcade-Fassung. Ich habe von dem Ding noch nie was gehört. Das ist eine gute Geschichte, glaube ich. So, was mache ich denn? Blumen einsammeln. Okay, Blumen einsammeln und ich vermute, die sind nicht gut. Den sollte ich aus dem Weg gehen. Ah, ich kann springen? Was kann ich da machen? Okay. Dann was kann man mit den Blöcken auch machen? Sanrin Sansha? Auf dem Dreirad? Muss man die kennen? Oder ihn kennen? Okay, also das heißt, ich kann, wenn ich so mache. Okay, also ich kann die. Hä? Was ist das denn jetzt? Greift mich der Blumenkopf an oder was? Also ich kann den auf jeden Fall dann. Boom. Platt machen. Okay. Oh, Bonus. War so klar. Ist ja noch ein faires Zeitlimit. So. Aber das ist wirklich so. Uah. Das ist aber wirklich echt pure Nostalgie, ne? Also das ist aber. Also das kannte ich wirklich nicht. So, komm, machen wir nochmal eine Runde. Also ich mag ja die klassischen, die wirklich Ur-Arcades, wobei das war natürlich jetzt auch wieder, ja. Hahaha. jetzt habe ich raus, jetzt bin ich ein Killer. Aber ist so typisch, diese Maze-Games, ne? Die man halt so kennt. Aber hat viele. Toll! Wenn du da nichts machen kannst, ist das super. Hä? Ich wollte den Stein umhauen. Was ist das denn hier? Intrige! So nicht. Alter. Uah. Ja klar. Wieso, das kam doch mit Sicherheit in den 80ern raus, oder? Das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass das später rauskam, oder? Doppel kannst du auch. Super. Ja, 1984, also passt doch. Klar. Dafür ist das doch völlig in Ordnung. Vor allem, wie gesagt, es ist ja. Auch das ist ja das, was man vielleicht irgendwie. Boah, okay. Wenn du gesandwiched wirst, hast du keine Chance. Dass man vielleicht den ganzen Leuten immer erklärt, die immer sagen, oh, das ist viel zu simpel.
Ja, aber das war genau das Gleiche. Deswegen sind die Arcade-Games auch so süchtig machend. Weil du brauchst hier nicht 40 Jahre Tutorial, sondern irgendwann weißt du, wie es geht. Und dann fängst du an, das zu optimieren. Und du musst ja schließlich get good werden, weil sonst bist du nämlich get poor. Weil dann brauchst du nämlich Münzen bis zum Arsch. Aber das kam echt nirgendwo raus. Das hätte ich mir also wirklich auf dem Master System, das ist doch wunderbar gepasst. Haha. Zack. Kommt der denn her? Au! Komm mal, einsammeln. Okay. Das wäre fast Double Kill. Na komm. Ach, nee, ich wollte doch gar nicht beenden. Ich wollte doch gar nicht mehr enden. Okay, wo kein Zaun ist, da kann man auch nicht tricksen. Ihr merkt, ich gebe Pro-Gaming-Tipps. Okay, da keine Chance. Uah! Ja, Christian, bist ja nur platt gemacht. Komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Aber wer das kannte, Respekt, also ich kannte es nicht. Noch ein bisschen so eine Minimap hätte. Das ist natürlich auch noch perfekter. Boah, jetzt läuft's aber. So. So, jetzt habe ich doch eigentlich die Bonus-Stage doch auch begriffen. Alle Fruits und beenden. Haha! Super! So, jetzt müssen wir noch gucken, dass man hier irgendwie weiterkommt. Aber ich find's nice. Uah! Ja, jetzt geht's aber zur Sache hier. Uah. Gut. Super. Uah. Noch Blumen. Wow.
Da ist noch ein Blumenbouquet. Alter. Da ist nichts. Das ist super. Toll. Wo ist denn hier noch was? Da ist nichts. Da ist noch was. Yes. Schön. Auf jeden Fall kann ich mich mit einer schönen Highscore verabschieden. Also wer will, ne? Highscore-Challenge. Okay, das ist doof. Ist der abgebogen. Yes! Jetzt bin ich zufrieden. Dann muss ich jetzt mit Sicherheit drüber springen. Okay. Na gut, da muss ich ja aufpassen, dass ich da... Doch, das war... Gut, jetzt komm! Level beenden. Ich bin ja arschschnell! Da ist ja kaum Zäune! Ja, toll! Wie willst du das denn machen? Aber trotzdem, Spatter. Ich find's cool. Ich mag's. Cool. So. Eins habe ich noch für euch. Bis gleich.